Hi, schön, dass du dir dieses Video anzusehen magst und ich zeige dir jetzt ein paar Übungen mit dem Yoga-Wheel. Das erste ist ganz einfach, du stellst dich in die hohe Planke, so dass deine Handgelenke unter den Schultern sind. Am besten, du platzierst alle Gelenke übereinander und nimmst den Yoga-Wheel unter ein deinen Beinen. Wiederholst 5 oder 10, 15, 20 Mal, wie du magst, und wechselst die Seite und genauso schiebst einfach abwechselnd vor und zurück über deine Schienbein. Achte bitte auf dein Knie, wenn nötig, lege was drunter. Diese Übung stärkt die vordere Körperseite. Die andere Version dieser Übung wäre, statisch zu halten. In dieser Version wirst du auf jeden Fall deutlicher die Spannung halten müssen und daher auch etwas kraftvoller in den Boden mit deinen Händen drücken. Oberer Rücken soll leicht rund sein, so dass du richtig die Protraktion zwischen den Schulterblättern spürst. Das heißt, sie werden deutlich auseinandergezogen. Du hältst es 5 Atemzüge, wie wir es sehr oft in Yoga tun, aber selbstverständlich kannst du es auch länger tun. Und ganz wichtig ist, auch wenn du die Übungen statisch praktizierst, dass du trotzdem tief atmest und achtest darauf, dass es fließen bleibt. Wenn nicht, dann vermutlich machst du einfach nur zu viel. Nächste Version wäre noch eine Steigerung und du bringst beide Füße übereinander. Natürlich ist diese Rad nicht so stabil und das ist auch der Sinn dieser Übung, dass du trotz Instabilität stabil bleibst und du wirst merken, von diesen 3 Übungen ist diese am anstrengendsten. Suche dir immer die Version aus, die dir gerade passt. Du kannst diese Übung gerne auch in deine Aufwärmung einbauen. Du kannst es aber auch zwischendurch machen, wenn du einfach ein bisschen spielerische Yoga-Übungen praktizieren magst. Die nächste Übung ist auf dem Boden. Diesmal geht es um die Rückseite des Körpers, genau genommen um deine Hüfte und die Rückseite von Beinen. Platziere bitte den Rad so, dass du dich mehr oder weniger stabil fühlst. Es ist nie ganz stabil, aber das ist auch, wie gesagt, auch der Grund, warum man eigentlich diesen Rad mit einbaut in die Übungen. Und in der Schulterbrücke hier achtest du bitte deutlich darauf, dass dein Nacken lang bleibt und wie immer, dass dein Atem stabil und gleichmäßig fließt, dass du noch tief atmen kannst. Und natürlich kannst du auch ein bisschen experimentieren. Du wirst einen Unterschied feststellen können, wenn du den Rad etwas näher zu dir schiebst oder etwas weiter von dir. Hebe dein Becken so hoch, wie es möglich ist, aber behalte trotzdem Abstand zwischen Brustkorb und deinem Kinn. Ganz bewusst. Optional kannst du auch die Hände unter dem Rücken verbinden. Das musst du aber nicht tun. Du hältst es wieder 5 Atemzüge. Die Steigerung dieser Übung wäre, wenn du beide Füße auf dem Rad platzierst und dann dein Becken hochhebst. Du siehst, dass ich auch gar nicht besonders stabil hier bin und das ist normal. Und du wirst merken, um diese Stabilität beizubehalten, musst du wirklich sehr tief liegende Muskeln anspannen. Daher auch ist die Übung besonders effektiv. Eine andere Version wäre mit gestreckten Beinen durchzuführen. Hier wirst du noch mehr spüren, die Körperrückseite, aber besonders deine Hamstrings und die Rückseite von Beinen. Wenn du merkst, dass es
gar nicht mehr geht, dann noch einmal einatmen und löse dann die Position. Noch eine Version, die auch recht anspruchsvoll sein kann, weil man muss hier Stabilität beibehalten, nur mit einem einzigen Fuß, mit einem Bein. Das andere Bein wird nach oben gehoben. Das ist wirklich eine anspruchsvolle Übung, aber experimentiere rum, probiere, was für dich als passend sich erweist. Und achte immer darauf, dass du die Übungen so ausführst, dass sie wirklich auch Sinn machen. Weil wenn du hier unbedingt mit einem Bein die Übung ausführen möchtest und diese Version machst, aber dein Becken knapp über den Boden schwebt, dann würde ich dir empfehlen, lieber einen Schritt zurückzugehen und dein Becken höher zu schieben. Und in der nächsten Übung geht es darum, ein bisschen dich zu stretchen. Keine kraftaufbauende Übung, sondern eine angenehme Stretch-Version. Du legst dich mit deiner Flanke über das Yoga-Wheel und kannst gerne unter dein Knie etwas legen, die Arme ausstrecken und schön ordentlich die Flanke spüren. Ich empfehle diese Übung durchzuführen, nachdem du auf jeden Fall aufgewärmt bist. Und für den Fall, dass die laterale Faszie angesprochen werden soll, es lohnt sich immer, wenn es um Twists geht, um die Rückbeugen, aber auch generell die seitlichen Muskeln werden öfters vernachlässigt, deswegen es schadet niemals, wenn du deine Seiten zusätzlich stretchst. Am besten bleibst du beim Stretch etwas länger in der Position. Sollte die Atmung soll hier auch fließend und entspannt sein. Eine andere Möglichkeit, diese Übung auszuführen, ist, das Knie vom Boden zu lösen und beide Beine durchzustrecken. Man kann mit Yoga Wheel nicht nur vordere und Rückseite des Körpers stärken, aber auch die seitliche Muskulatur. Im Grunde nimmst du als Ausgangsposition wieder dasselbe, was du eben gesehen hast beim Stretch von der Seite. Nur hier platzierst du deinen Unterarm auf dem Boden und dein Ellenbogen soll circa unter deinen Schultern sein. Und dann führst du ganz langsam die Bewegung vom Bein nach oben. Eigentlich kann man das auch ohne Yoga Wheel machen. Das wäre die Steigerung in der seitlichen Planke. Aber probiere es aus. Mit Yoga Wheel wirst du auch schon merken, dass es anspruchsvoll ist. Und letztendlich geht es gar nicht darum, als der Beste oder die Beste zu sein und immer das anspruchsvollste und anstrengendste zu machen, sondern bewusst für sich ein Level auszusuchen, dein eigenes Level einschätzen zu können und dann entsprechend deine Übungen anpassen, dass sie dich
fordern, aber auf gar keinen Fall überfordern. Achte auch hier auf die Atmung. Dein Atem ist ein guter Indikator, ob du wirklich genügend tust, aber auch, ob du dich wirklich nicht übernimmst. Die nächste Übung ist auch Dehnung im Fokus und das ist das bekannte Anjaneyasana, was man auch ohne Rad super ausführen kann. Aber mit dem Rad ist es auf einer Seite möglich, die Spannung im Hüftbeuger etwas weniger zu empfinden, wenn du es als Stütze nutzt, um ein bisschen höher zu sein, oder umgekehrt, es nochmal zu verstärken. Weil durch das Stützen kann die Muskulatur etwas tiefer und intensiver angesprochen werden. Löse die Position, wenn du brauchst, kannst gerne, nachdem du gestreckt hast, auch dein vorderes Bein durchstrecken, einen halben Spagat. Und dann wechselst du die Seite. Und natürlich kannst du hier auch mit der Rückbeuge spielen und schauen, wie weit Vorderseite des Körpers geöffnet werden soll. Ob deine Arme nach oben gestreckt sind oder nach hinten und vielleicht gebunden hinter den Rücken. Reverse Namaste oder Ellenbogen hinter den Rücken zu greifen. Ob du hier Adlerarme machst oder Kuhgesichtarme. Es gibt wirklich viele Variationen und du solltest deine aussuchen. Die nächste Übung ermöglicht, etwas deine Schultern zu öffnen. Du kannst gerne aus der Kindhaltung gehen, vor und zurück, oder du kommst auf deine Knie, stützt dich da drauf und langsam mit der Ausatmung peu à peu kommst tiefer mit dem Brustkorb nach unten zum Boden. Diese Übung ist auch möglich auszuführen mit Blöcken oder mit einem Stuhl als Hilfsmittel. Aber hier zeige ich es mit dem Rad. Und dann kommen wir zu Rückbeugen, was man vermutlich am ehesten kennt und schon mal gesehen hat oder intuitiv machen würde, wenn man diesen Rad sieht. Ja, dass man einfach ihn hinter den Rücken platziert. Hier muss man auch ein bisschen spielen und gucken, wo genau passt es. Ein Gesäß soll Kontakt zum Boden haben. Und dann öffnest du die Arme gefühlt, ob du einen Klimmzug machen würdest, und kannst statisch sie halten. Jedes Mal mit der Ausatmung etwas tiefer nach hinten zu kommen. Solltest du es dynamisch ausführen wollen, dann atme ein, wenn du nach oben die Arme streckst, und dann atme aus, noch in der Rückbeuge, und löse dann. Führe bitte ganz langsam die Bewegung aus, sodass du wirklich diesen Moment zwischen Ein- und Ausatmung deutlich wahrnehmen kannst, weil die Ausatmung in der Rückbeuge, nicht wenn du da reingehst mit der Einatmung, sondern die Ausatmung in der Rückbeuge ist immer hilfreich, um noch tiefer da reinzukommen.
Das führst du so oft aus, wie du möchtest. Das ist eine sehr angenehme Übung für zwischendurch auch. Und dann kannst du auch Gesäß vom Boden lösen, die Arme über den Kopf strecken und circa das, was du machen würdest, auf eine Rolle, um deine Faszien zu erreichen, kannst du auch hier machen. Kannst gerne ein bisschen damit spielen. Du wirst es merken, je nachdem, wo sich gerade das Rad befindet, fühlt es sich sehr unterschiedlich an. Sinn dieser Übung ist einfach nur zu entdecken für dich, was sich angenehm anfühlt. Bitte führe diese ganze Rückbeugenübungen nur dann aus, wenn du gut aufgewärmt bist und sehr achtsam mit Respekt deinem Körper gegenüber. Ich nutze gerne diesen Rad auch als die Faszienrolle. Es ist nur etwas intensiver. Allein schon sich auf das Rad anzulehnen, die Arme zur Seite zu öffnen und hier zu weilen, wird für dich spürbar sein. Das hat viel Einfluss auch auf die Faszien. In der nächsten Übung ist die Rückbeuge noch stärker zu erfahren. Ich betone noch einmal, achte bitte darauf, dass du deinem Körper gerecht praktizierst. Ja, aus der Schulterbrücke heraus kommst du mit der Unterstützung von Rad in die Rückbeuge. Es wird sich recht intensiv anfühlen. Schau auch hier, dass du es schlau platzierst. Behalte wieder Abstand zwischen Brustkorb und deinem Kinn. Und natürlich solltest du auch darauf achten, dass deinem Nacken gut geht. Löse bitte diese Position langsam und ich empfehle spätestens nach so einem starken Rückbeuge Twist zu machen, um deine Bandscheiben etwas zu neutralisieren. In dem Fall mache ich ganz gewöhnlich ein Krokodil, dass ich ein Bein über das andere schlage und zur Seite neige. Da dieses Yoga-Video keine Sequenz an sich darstellt, sondern nur ein zusammengeführte Übungen mit dem Yogarad zeigt, kannst du natürlich jede von diesen Übungen einzeln ausführen, wann es dir passt in deiner Praxis. Achte jedoch immer darauf, dass du dich gut aufwärmst, deinen Körper vorbereitest und dass du immer wieder dem Körper schöne Neutralisation gibst. Wir gehen jetzt in noch stärkere Rückbeuge. Wenn man auf dem Boden sitzen bleibt und die Arme über den Kopf streckt, sollen die bitte volle Aktivität sein. Die Übung ist sehr gut geeignet als Vorbereitung für tiefere Rückbeugen wie Skorpion, auch umgekehrter Bogen, Tänzer.
Denk immer daran, die Rückbeugen zu neutralisieren mit leichten Drehungen. Dann gehen wir in eine Version von Kapotasana mit der Unterstützung vom Rad. Auch hier ist deine volle Aufmerksamkeit auf den Körper gefragt. Achte bitte darauf, dass du nur so weit gehst, dass es dir gut geht, dass es sich angenehm anfühlt. Auf gar keinen Fall irgendwas zwickt. Du kannst hier das Rad greifen mit den Händen und während du es tust, ziehst du auch leicht dran. Ich erzähle öfter in meinen Videos, dass ich ein großer Fan von Wiederholungen bin. Wenn du das praktizierst, würde ich dir empfehlen, das auch mehrmals zu machen. Vielleicht dreimal, fünfmal. Du wirst merken, dass du jedes Mal tiefer kommst. Aber neutralisiere immer wieder deinen Rücken. In dem Fall bin ich im C-Sitz, was übrigens auch eine unglaublich gut ergänzende Übung, um die Rückbeugenpraxis zu vertiefen, weil die Backline-Faszie dadurch stimuliert wird. Wenn du im C-Sitz sitzt, wird die Plantarfaszie angesprochen. Und deine ganze Rückseite des Körpers bekommt es mit. Und natürlich eine andere Möglichkeit ist immer zwischendurch Vinyasa zu machen oder in herabschauenden Hund zu gehen. Im herabschauenden Hund hast du auch die Möglichkeit, die Drehung zu machen, stell die Füße einfach mattenbreit auf, greife von außen deine Wade mit der Hand und ziehe dich etwas ran. Behalte dabei möglichst lange Rücken und lange Flanken. Das ist auch ein angenehmer und guter Ausgleich dafür. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Übungen, mit deinen Experimenten. Denk daran, wenn du dir nicht sicher bist, dann praktiziere es bitte nicht nur mit YouTube-Video, aber mit einem Lehrer in der Klasse oder in der Personal Training. Danke für deine Aufmerksamkeit. Erzähl mir, wie war deine Praxis? Namaste.